Unter dem letzten Video gab es eine Sache, die echt immer wieder und wieder kommentiert wurde. Ich blende euch kurz mal diese Kommentare ein. Mich würde es sehr freuen, wenn sich die Kommentarschreiber dazu einen runterholen würden. Ich meine, es ist doch immer cool, wenn sein eigenes Kommentar in einem YouTube-Video gezeigt wurde. Ich habe in meinem Leben noch nie an einer Zigarette gezogen oder an irgendetwas anderem, das Tabak enthält. Und ich werde das auch nicht tun. Wie soll denn das gehen, dass man ab und zu mal Cannabis konsumiert und trotzdem noch nie Tabak konsumiert hat? Die Sache ist die, ich habe noch nie in meinem Leben einen Joint geraucht, weder mit noch ohne Tabak. Beziehungsweise ohne Tabak ist es ja dann ein Blunt. Doch wie kommt es dazu? Zum einen war mir das Rauchen noch nie so ganz geheuer, egal was man da jetzt raucht. Der Gedanke, dass man da irgendwie sozusagen Asche in die Lunge befördert, der schreckte mich immer sehr ab. Wenn's euch taugt, wunderbar, jeder so wie er will. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mich eigentlich bis zu meinem 23. Lebensjahr eigentlich kaum für die Hanfpflanze interessiert habe. Ich habe zwar schon ab 18 ab und zu mal solche Hash-Brownies oder sowas gegessen, aber das war immer nur ungefähr einmal pro Jahr. Und ich hatte dann eben das Glück, dass ich dann direkt, als ich angefangen habe, mich mehr für die Hanfpflanze zu interessieren, direkt auch das Vaporisieren kennengelernt habe. Oder vielleicht könnte man auch sagen, dass ich durch das Kennenlernen des Vaporisierens mich mehr für die Hanfpflanze interessiert habe. Ich hatte bis dahin immer in meinem Umfeld beobachtet, dass die meisten Leute, wenn sie Joints rauchen, eher so ein Downer-High haben. Also, dass sie sich irgendwie nur in die Couch reinflezen, anstatt ein bisschen was zu machen mit irgendwie mehr Action. Und ich bin halt einfach wer, der mehr so auf Action und Activity steht. Und als ich dann gehört habe, dass man mit einem Vaporizer ein sehr viel klareres, wacheres High haben kann und dass das der Lunge nicht so sehr schadet, wollte ich das natürlich sofort ausprobieren. Mein erstes Vaporizer-High fand ich dann richtig geil und ich wurde sofort zu einem sehr großen Vaporizer-Fan. Und ich habe mir dann direkt mehrere Vaporizer gekauft und ich kaufe mir eigentlich bis heute ab und zu mal einen neuen Vaporizer, um so zu schauen, wie die so sind. Man könnte fast sagen, ich bin ein Vaporizer-Freak. Ja, und ich bin mit dem Vaporisieren jetzt so als einzige Konsumform so zufrieden, dass ich bis jetzt immer, als ich in einer Gruppe war, in der ein Joint rumging, mit oder ohne Tabak, ich das immer abgelehnt habe und direkt weitergegeben habe. Ist echt so, ihr könnt meine Freunde fragen. Aber wir kennen doch deine Freunde gar nicht. Ja, okay, ich sage einfach mal eine Adresse von meinen Freunden. Schaut doch mal vorbei am Adenauer Ring 31 in München. Die helfen euch da bestimmt weiter. Das war natürlich ein Scherz. Hier könnte man natürlich fragen, warum hast du wirklich noch kein einziges Mal ein Joint geraucht? Ich meine, du hättest es ja einmal probieren können. Vielleicht würde dir das High noch mehr taugen als mit dem Vaporisieren. Ja, ich bin mir sicher, dass es mir auch taugen würde, wenn ich einen Joint rauchen würde. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich einmal diese Schwelle überschreite und sage, ja, okay, einmal kann ich mal probieren, dass es dann irgendwie so keinen Weg zurück mehr gibt und dass ich mir beim nächsten Mal so denke, ja, warum auch nicht? Ja, ich habe es ja beim letzten Mal auch gemacht. Außerdem finde ich es irgendwie geil und amüsant, als jemand, der einen Drogenkanal betreibt, noch nie einen Joint geraucht zu haben. Das ist dann einfach immer ganz lustig, wenn ich mit Leuten im Real Life abhänge und die dann immer total erstaunt sind, wenn ich den Joint ablehne. Keine Ahnung, das taugt mir irgendwie. Was ich auch sehr oft in den Kommentaren gelesen habe, war ein Kommentar wie, hä? Was? Du rauchst deine Joints also pur ohne Tabak? Boah, das wäre mir viel zu krass, ich brauche da den Tabak dazu. Es gibt nicht nur die Optionen purer Cannabis Blunt oder Mischung aus Tabak und Cannabis Joint. Es gibt auch jede Menge andere Kräuter, die man mit Gras mischen kann. Zum Beispiel Knaster, aber es gibt noch sehr viel mehr Kräuter, auf die ihr umsteigen könnt, wenn ihr jetzt nicht direkt aufs Vaporisieren umsteigen wollt. Ich habe das in anderen Videos schon gesagt, aber Tabak hat natürlich ein gewisses Abhängigkeitspotenzial und wenn ihr das mit Weed mischt, kann es eben sehr schnell dazu kommen, dass ihr süchtig werdet und dann eben sehr viel häufiger Joints raucht, wie die Leute, die es pur rauchen oder mit was anderem mischen oder welche, die vaporisieren. Habe ich jetzt echt ein ganzes Video dazu gemacht, dass ich keine Joints rauche? Man könnte meinen, mir gehen die Ideen aus, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite im Hintergrund gerade an ein paar sehr geilen Videos. Ach ja, und Shisha habe ich bis jetzt übrigens auch noch nicht geraucht. So, es ist jetzt zwar schon 4 vor 5, aber ich gehe jetzt erstmal raus und spiele eine Runde Pokémon Go. Wenn ihr nicht nur ein O1 hast, sondern auch ein O1 3000, dann abonniert diesen Kanal, sagt Simon, der Bauchredner.